Und durch den wollen wir jetzt durch. So, hinter dem Rattenkopf. Wenn du überrascht, sind erstmal Ratten. Wow. Und ja. Nicht nur, dass da Ratten sind, da ist auch so ein Mammut. Und der Bogenschütze Guthrie, der nur im Offline-Modus kommt. Hey, hey, Kumpel. Ja, einmal zustechen und blocken. Er ist ziemlich nervig mit den Evelyns, weil er ziemlich viel ballern kann. So. Königsschwertkämpfer-Helm. Jetzt nicht wirklich was super Tolles, aber wenigstens ist er weg. So, da ist eine Fackel. Ich weiß nicht mehr genau, was passiert, wenn man diese Fackel anzündet. Deswegen mache ich das einfach mal ganz vorsichtig. Also jetzt ohne zu rasten. Laufe ich jetzt mal hier rüber und zu die Fackel an. Und ja, ich darf dabei nicht rollen, weil sonst geht die Fackel im Wasser aus. So. Da drüben ist ein großes Tor und wir sehen, da oben stehen doch ziemlich viele Wächter und so rum. Na, das bedeutet vorsichtig sein. Erst einmal aber geht's hier hoch. Gürm-Axt und eine Fackel. Sehr nett. Und zu dem großen Tor. Man sieht hier links und rechts zwei Pharaos-Werke. Und hier im Boden auch eins. Tipp, wenn ihr nicht zu viele Wahrheitsverkünder verschwenden wollt, weil ihr einfach nicht genug habt. Ich habe jetzt zwar gerade 7. Aber einfach nur den in der Mitte öffnen, weil wir können durch, das Mammut nicht. So. So können wir den nämlich ganz leicht besiegen. Können das, was er droppt, einen Helm aufsammeln. Und hier hinten die Truhe, die er bewacht, plündern. Ja. Den Santiers-Speer, das ist eigentlich eher eine Hellebarde. Kann ich euch mal kurz zeigen. Fällt jedenfalls, glaube ich, sogar. Also erstmal die Girm-Axt. Eine von den Gürm-Normanen benutzte Axt. Auf den ersten Blick erscheint sie primitiv, aber genau hinsehen erkennt man aber das handwerkliche Geschick der Gürm-Schmiede. Ziemlich schwer für einen Menschen, doch von den Gürm mit hemmungsloser Hingabe geschwungen. Ja, die Gürm werden wir jetzt auch kennenlernen. Wir haben sogar schon mal einen Gürm kennengelernt. Nämlich kurz nachdem wir die Shattered Woods betreten haben, dieser Wikinger-ähnliche Typ mit dem komischen Hammer. Santiers-Speer. Ein Speer, der in einer steinernen Statue gefunden wurde. Einer alten Legende zufolge wurde beim Sieg über die Schreistatue Santi ein großer Speer angesetzt. Vielleicht war es genau dieser Speer. Solch eine Waffe wie ein Speer zu verwenden, wird jedoch nicht leicht. Ihr könnt sie lediglich schwingen und sie Feinden auf den Kopf schmettern. Ja, also ich kann den Santiers-Speer auch mal ganz kurz zeigen. Wenn ich ihn finde. Ja, hier. Seht ihr, er ist auch vom Typ Hellebarde und nicht vom Typ Speer. Und ich kann ihn halt so schwingen. Genau, weil da ein dicker Steinklumpen drauf ist. Also zurück zum Heidespeer. Und dann gehen wir langsam in die Richtung weiter. Die ganzen anderen Türen hier sind nur Fallen. Also die brauchen wir nicht öffnen. Es gibt nachher eine, die wir oben öffnen müssen.
Jedenfalls, dass hier unten was aufgeht. Ah, das gucken wir alles, wenn es soweit ist. Erst einmal wieder die Versteinerungs- und Vergiftungsratten loswerden. Und ja, da oben steht der erste Gürm rum. Genau, hier könnten hier mit dem Wahrheitsverkünder diese Türen öffnen. Allerdings sind hier wirklich nur Gegner drin. Außer bei dem einen hier, glaube ich, einen von den beiden Toren. Das öffnen wir aber nicht hier unten, sondern da oben. Genau so war das nämlich. So, klettern wir hier in Ruhe mal hoch. Genau, die Gürm. Die Riesenzwerge. Die Jungs sehen nämlich fast genauso aus wie Gavlan. Und können gut austeilen eigentlich. Beim Einstecken sind sie nicht ganz so gut. Und der Typ da hat was vor. Der haut nämlich jetzt... Versucht jedenfalls gegen den Schalter zu hauen. Und ja, den Wahrheitsverkünder müssen wir aktivieren, damit unten was aufgeht. So. Und weg mit dir. Gut, dann benutzen wir den Wahrheitsverkünder auch. Also hier an den Toren des Pharaos werden wir ein paar von denen verbrauchen. Und ja, wie ich sagte, da unten geht was auf. Und er haut weiter gegen den Schalter, wenn er ihn trifft. Da fahren hier nämlich aus dieser glatten Wand da Stacheln raus. Mal sehen, ob er ihn jetzt trifft, dann können wir es gleich sehen. Genau. Eine ziemlich lächerliche Falle. Für meinen Geschmack jedenfalls. Wir gehen lieber hier lang. Hier hinter ist nämlich kein Gegner, hier ist ein geheimer Weg. Erstmal zu einer Truhe, die keine Mimik ist. Genau. Hier erkennen wir Mimics übrigens hauptsächlich daran, dass an den Truhen Schlössern sind. Also im Gegensatz zu Dark Souls 1, wo die Kette anders aussieht. So. Das war eigentlich alles da drin, aber es war wenigstens was. So, die Stacheln sind ein Witz. Und er ist auch nicht sonderlich schlimm. So. Können wir die Truhe öffnen? Oh, die ist vergiftet. Titanitbrocken und fossiler Drachenknochen. So. Machen wir sie kaputt. Ich glaube, mit dem Schild wäre das leichter gegangen. Hier hinter sind nur Feinde oder Statuen. So viel ich noch weiß. Hier hinter war was versteckt. Genau, ein Wahrheitsverkünder. Ja, da haben wir wieder einen zurückgekriegt von denen, die wir bis jetzt benutzt haben. So, wir könnten hier lang gehen. Das hier ist übrigens auch eine sehr nette Stelle. Dieser schmale Grat. Ja, hier ist schon das Leuchtfeuer. Genauso wie im Heiligen Grab ist es nämlich das Ziel, vom unteren Leuchtfeuer zum oberen Leuchtfeuer zu kommen. Also wenn man in die andere Welt gerufen wird. Und hier kann man was sehr Gemeines machen. Wenn man nämlich da den Wahrheitsverkünder reinschiebt, müsste die Wand hier rausfahren und diesen Weg blockieren. Also wenn man unbedingt... ja, also sie hauen ganz schön böse zu. Also wenn man hier PvP machen will, den Eid machen will, dann kann man hier zumachen, dann müssen die Invasoren eben den langen Weg laufen, den wir jetzt laufen. Genauso hier. Also das hier ist eine Statue. Die wirft normalerweise Äxte, wenn wir hier den Wahrheitsverkünder reinstecken. Genauso wie die da Äxte wirft, wenn wir da drüben den Wahrheitsverkünder reinstecken.
Au. Okay, das wird jetzt etwas eng. Weil der Typ hat auf jeden Fall zwei böse Äxte. Mhm. Drop dabei einen Magiestein. So. Und ein Titanitbrocken. Hey, das ist nicht schlecht. Also ja, die Wahrheitsverkünder, die aktivieren. Der Wahrheitsverkünder macht, glaube ich, das Tor hier auf. Der Wahrheitsverkünder aktiviert die Statue. Oder ist hier noch in der Nähe der Statue noch ein Wahrheitsverkünder? Nein. Der Wahrheitsverkünder aktiviert den. Große Seele eines tapferen Kriegers. Sie fragt mich gerade, ob der Wahrheitsverkünder beide Türen öffnet. Wie viel habe ich denn noch? Ah, immer noch 7. Gut, ich wag's einfach mal. Nein, der macht hier auf. Und hier ist sogar ein Weg. Ah, ein Weg auf die andere Seite von der Brücke hier. Weil wenn man den Wahrheitsverkünder reinsteckt, dann fangen an, hier aus diesen Schlitzen Disketten, also Kreissägen, rauszufliegen. Bis nach da unten. Gut, jetzt muss ich es richtig machen. Der Wahrheitsverkünder aktiviert wieder Statue, genauso wie der da. Ja. Hier ist nämlich noch ein Tor und ich weiß jetzt gerade nicht, welcher von den Wahrheitsverkündern die Mitte öffnet. Ich glaube, es war der mittlere. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, also probiere ich es einfach mal. Und ich hatte recht. Dahinter ist nämlich noch ein Mastodon. Was einfach mal so Let's Fetz macht und die Seele eines tapferen Kriegers. Gut. Das wäre der Teil des Gebietes gewesen. Wir können zum Leuchtfeuer und nach dem Leuchtfeuer wird's böse. Das kann ich jetzt schon mal verraten. Denn jetzt kommt einer der ekligsten Bosse überhaupt im Spiel. Ich nehme schon mal Pfeil und Bogen. Seht ihr den da oben liegen? Und pennen? Oh. Falscher Pfeil. Egal. Und er ist wach. Der königliche Rattenprüfer. Nämlich. Und wir sind vergiftet. Jetzt nicht mehr. Ja, man merkt, solange wir zwischen seinen Beinen sind. Au. Kann er uns nicht so viel anhaben. So. Aber wir sind trotzdem gestorben an ihm. Okay. Das Hauptproblem sind die kleinen Ratten, die er bei sich hat, wie man gerade gemerkt hat. Ja, wir sollten unser Giftkraut nicht dazu sehr verschwenden. Da ich genug Feuerpfeile habe und es, glaube ich, nur 4 Ratten sind. So. Hole ich mir jetzt erst einmal meine Seelen wieder. Stech daneben.